in der letzten Episode. Ah ja, guck mal. Ich glaube, ein Steinchen geflogen. Ja, dann halt nicht. Tschüss. Ärgert er sich noch. Ach so, ja, was ich machen wollte. Ja, jetzt fällt es mir ein. Diesen Sledgehammer wollte ich ja bauen. Wir brauchen 4 Low Quality. 10! 10 Iron Ingots brauchen wir. Wir haben 10. So, nun. Mit diesem Hammer werden wir noch viel Freude haben. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Miss Survival in der Folge Nummer 26. Ja, wir sind wieder in einer neuen Aufnahmesession und das Coole ist, wir können jetzt mit dem Hammer herumgehen. So, so kann man die Tür aufmachen. Man kann jetzt alles zerkloppen und das Coole ist wahrscheinlich auch das. Ah ja, so guck mal. Da haben wir ja doch ein paar Sachen wiederbekommen. Sehr schön. Ja, das ist ja dann doch ganz wichtig. So, das heißt, dasselbe Problematik wie in jedem Modus im Maus, ja. In manchen Bereichen sehr schnell, in manchen sehr langsam. Ja, das ist halt, wenn man dann herumfuddelt, sag ich mal. So. Ja, ich tue die Stöcke mal zu den Zweigen, das sind sehr thematisch sinnvoller. So, es ist 10.17 Uhr, aber ich würde gern erst nochmal das verarbeiten. Gut. Und... Oh, man kann das auch zerkloppen. Oh, das ist ja nicht gut. Ja, jetzt sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Okay, nehmen wir das Ding weg. Sonst zerkloppen wir hier alles, was uns lieb und teuer ist. Das wird dann doch ein bisschen so gefährlich, sag ich mal. So, können wir da noch was dran knöppeln? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, das heißt, das raus und das raus. Jo, liegt's halt übereinander. Wen interessiert's? So, die Steine. Ja, wir müssen hier auch mal Schränke reinbauen. Ist jetzt noch kein neues Update. Also ich habe jetzt eine neue Aufnahmesession. Ist aber kein neues Update. Das dauert wahrscheinlich noch, denke ich mal. Bis nächste Woche dann sozusagen. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass es noch nichts Neues gibt. Und aber auch, dass wir noch nichts jetzt schnell machen müssen, weil XYZ. So ungefähr. Okay, warte mal. Die eine Säge, die intaktere, die schmeißen wir mal wieder raus. Das Beil ist ja auch noch gut. Den Hammer, ja. Wahrscheinlich werden wir die Dinger erstmal wieder in... uns geht ein bisschen der Platz aus. Ich würde aber sagen, wir lassen vielleicht... Lassen wir oder lassen wir nicht? Ne, wir nehmen sie mal mit. Die Automatik. Die M4 Riffel. Wir machen das wieder so. Stamina und so weiter passt ja. Wir haben ein bisschen zu essen dabei. Die MAI, das heißt, wir haben sehr viel zu essen dabei. Ich schaue nochmal vorne ins Auto. Das sieht ja alles okay aus. Gut, dann ist heute erstmal wieder Looten angesagt. Weil die neue Aufnahmesession. Toll. So kann man die Inhalte seines Autos zerstören. Das ist gar kein Problem. Das hat gelitten. Ach du Schande, 10% bei so einem kleinen Aufprall. Das ist ja unmöglich. Ja, wir haben wieder ein Messer bekommen. Ist das nicht schön? Ja, da muss man echt höllisch aufpassen, dass man da mit dem Auto nicht ständig irgendwo aneckt. Mann, Mann, Mann. Ja, dann hoffe ich, dass wir mit der Loot-Session heute noch ein paar Dinge finden. Ja, ich schmeiß das Zeug jetzt noch raus, weil... das ist ja dann doch ein bisschen... Weißt du, dann hast du wieder 2 Racks dabei, findest vielleicht keine, dann hast du ein Messer, das den ganzen Platz einnimmt, einen Riegel, der ganzen... Bei den Riegeln kann man wahrscheinlich sogar essen, der gibt ja nicht so extrem viel. Der ist ungefähr so wie eine Blaubeere, sag ich mal. Ja, wir sollten mal mit der Wasserflasche ein bisschen aufräumen. Das heißt, erstmal in den Container und dann eine komplett abzapfen, dass wir wieder mal 2 Liter vollständig haben. Ui, was? Ach, du kannst es auch von hinten machen, gut. Das ist ja gut. Okay, dann machen wir das ganz schnell. Gif. Und noch einmal Gif. Und dann Take. Gut, und dann schmeißen wir die andere dann auf den Haufen. Hier aber Flaschen
in die Gegend werfen, das ist ja nicht so intelligent, oder? Das sollte man ja eigentlich eher so machen. Wobei, eigentlich sollte man ja nicht mal Plastikflaschen nehmen. Muss man ja auch dazu sagen, das in den Plastikflaschen ist ja... Na, schade, es gibt ja nichts draus. Ist nicht nur nicht gut für die Gesundheit, ist auch nicht gut für die Umwelt. Ja, leider schon. Trotzdem wird es verkauft wie Sau. So, ja gut, das funktioniert nicht. Haben wir weg, bevor wir hier im Auto noch Damage machen. Na, guck mal. Ja, guck mal, schön. Wir sind nicht mehr so im Anfangsmodus, wo man jeden Scheiß mitnehmen muss. So. Auto aus. Wir gucken mal. Genau, bei Altmetall, da haben wir ja einiges verwendet, um ein paar Sachen zu bauen. Boah, wieder 4 Seile, das ist der Hammer. Komm, gehen wir darüber. Gehen wir darüber ab. Also er endet im, was ja auch richtig ist, er endet im Sprung nicht die Richtung. So, Hammer raus. Ja, jetzt geht's hier rund, würde ich mal sagen, oder? Naja. Tja. Aha. Nee. Ja gut, das da. Oh, oh. Na Gott sei Dank. Was mit den Autos? Ah, die gehen. Das ist ja praktisch. Geil. Sehr schön. Es lebt. Und sogar Woodscrap gibt die. Oder war das nur drunter? Oder wie ist das hier? Naja, und der Koffer schwebt jetzt für immer und ewig. Was gibt denn ein Koffer? Woodscrap. Ah ja, okay. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass ein Koffer so sehr aus Wood gemacht ist. Tische geben nichts. Gasflaschen geben nichts. Oh, ein Blatt. Ja, ein Wohnwagen gibt leider auch nichts. Ist ja lustig. Da kann man dann die ganzen unnützen. Juhu. So, wir nehmen mal hier eine Gesteinsprobe. Wenn die vielleicht noch brauchen. Eine Feder. Die brauchen wir ja, glaube ich, für... Oh, Steine. Ja, die müssen wir natürlich mitnehmen. Das ist klar. Die Feder brauchen wir ja, glaube ich, für die Pfeile. Kann das sein? War das eine Feder? Ja, war es. Ja, Blaubeeren auf der Straße. Ich habe übrigens letztens gesehen in der Folge, das habe ich leider erst gesehen, als ich die dann schon gerendert habe und das dann gemacht hatte für die Folge sozusagen alles auf YouTube, die Beschreibung und den Titel und so weiter, dass auf einem Auto vorne auf der Windschutzscheibe eine Blaubeere gewachsen ist. Also sie wachsen überall. Ja, tatsächlich, gibt tatsächlich Woodscrap, ist ja lustig. Ich fände es ja gut, wenn da auch noch ein Motor rauskäme, aber gut. Ja, bleibt bei 100%, sehr schön. Ja, steck ihn mal lieber weg. Nicht, dass uns hier die Hand ausrutscht. Ja, sind die violetten Autos neu oder haben wir einfach heute besonders schönes Wetter? Ach du Schande, noch mehr Stiefel. So, was ist mit diesem LKW? Okay, vielleicht nicht von hinten. Vielleicht von vorne. Was? Ah ja. Okay, es sprüht Funken. Ja, schade, dass man das nicht auseinandernehmen kann. Das auch nicht. Fernseher. Keine Chance. Wohnwagen. Nix. Butter. Sehr schön. Was ist eigentlich mit diesem Pfosten? Nix. Ganz einfach. Nix. Merkst du dir. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann entsorgen wir unsere alten Karren mal. Unsere Stamina geht übrigens in den Keller. Oh, Platz. Boah, da kommt ja schon was zusammen. Ich weiß ja nicht. 8, 8, 8 und ja gut, es ist halt jetzt nicht so extrem viel. Es ist jetzt nicht so, dass es Wood Scrap. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ja, da ist die Stamina weg.
So, Kühlschrank. Nix. Ja, wahrscheinlich sind es wirklich nur die Autos. Was ja auch schon ganz nett ist. Ja, da drin ist eh nichts noch. Das Schöne ist, in der Zeit steigt dann auch die Stamina. Das haben sie ja schon dann realistisch gemacht. So, die Bank. Ja, genau. So, wir sollen vielleicht nur das Auto herholen, weil wir sind voll. Oh. Was ist das? Eine Dose. Ah ja. So, was ist hier noch? Da stand ja noch so ein Koffer. Ah ja, die liegen dann im Boden, ist ja gut. Aber 16%, uiuiui, das ist natürlich schon wichtig. Wie war Woodscrap, da habe ich mehr davon. Ah ja, die liegt dann drin, okay. Im Boden. Oh, Hilfe, Hilfe. Ah, wunderschön. Räumen wir mich ja mal auf. Kann man diese Holzkisten? Nö. Was hat das für einen Zweck? Das weiß wahrscheinlich keiner. So, was ist mit diesem Gebäude? Ah, es gibt doch eine höhere Textur. Okay. Nix ist mit dem Gebäude. Ganz einfach. Ganz einfach. So, wir wollen mal umladen. Ja, es gibt wieder Nebel. Okay, den Rest lassen wir mal so drinne, wie er hier ist. Beziehungsweise den Hammer können wir auch erstmal, der ist mehr zum Bauen. Das andere ist ja, sag ich mal, alles mehr oder weniger stackbar. Schön. Ja, ich sag dir, es gibt heute Nebel. Gut, wir haben uns ja sowieso so stamina-mäßig ziemlich verausgabt. In dem Fall würde ich sagen, ab nach Hause. Hallo, F gedrückt. Seht ja auch Hunger und der Thirst, das geht ja runter, das ist ja nix. Nix Gutes. So. Wahrscheinlich gute Nacht, beziehungsweise wahrscheinlich müssen wir erstmal warten. Jetzt habe ich natürlich den Woodscrap da weg. Aber zumindest hier können wir ein bisschen basteln. So, wenn wir dann noch da sind, dann können wir auch noch ausladen. Gut. Ist klar. Was haben wir? Ist schon 17.50 Uhr. Uiuiui. Nochmal Woodscrap. Das ist ja nicht unpraktisch. So, beziehungsweise, ja, genau, wir müssen jetzt mal zum Auto. Ja gut, wir haben halt relativ lange in den Tag geschlafen. Und aus dem Grund natürlich, ja, ist es natürlich ein bisschen später. So, die Dose werden wir uns wahrscheinlich hinein... Wie, ist es schon wieder da? Das ist ja nicht das Problem, sag ich mal. Oder? Ah ja. Das Licht hat sich geändert. Schön, dass es wieder spawnt. Das ist ja gut. Ah. Oh, so viel Woodscrap. Warte mal, hier haben wir auch noch welchen liegen. Hallo. Genau. So, dann können wir ja noch ein bisschen bauen. Der Nebel war ja schon da. Oh, sehr schön. So, dann kommen die direkt raus. Ja, es ist finster geworden. Gut. Alles klar. So, was haben wir hier? Da haben wir noch einen Hammer gefunden. Diese Stiefel, die kann man ja nicht recyceln, oder? Wie ist denn das? Kann ich die Stiefel? Ne, irgendwie nicht. Wir haben schon drei Stiefel, oder? Aber das ist ganz einfach. Kommt die in die Altkleidersammlung. So einfach ist das. Nicht 1000 Stiefel. Okay, rote Kisten. Alter Schwede. Kommt ja doch ein bisschen was zusammen. Steine. Aber auch schon wieder welche, weil wir irgendwann werden wir die brauchen. Huch, wo kommt denn das Licht her? Das ist der Mond. Das ist ja schön. Haben wir eigentlich noch Nägel gebraucht? Wieso tue ich die eigentlich ins Inventar?
Gut, wir könnten ein paar einschmelzen. Ja, das machen wir vielleicht sogar. Dann machen wir das so. Warte mal, wir machen nur die 6, die 5. So. Wir schmelzen mal 3 über Nacht ein. Ja, rate mal, was auch hier zu viel ist. Ganzer Schrank voller Rags. Das ist ja der Hammer. So, die Dose kommt in unser Inventar. So, körpereigenes Inventar. So, da haben wir noch ein paar Federn, die sich ja nur zu 16 stapeln, weil man kann zwar einen ganzen Motor hin tun oder 16 Federn. Das ist in etwa dasselbe Volumen. So. Ich hoffe, das geht mehr als zu 11. Dann haben wir ja nicht mehr so extrem viel. Ja, Fatigue geht aber. Ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ja gut, wir kamen halt nicht mehr zu viel. Das ist halt auch noch so die Sache. Da kommst du dann halt irgendwann auch ans Limit. Ja, ist finster, aber was willst du machen? Solange noch nachts keine Zombies da sind. Weder Hammer noch Säge. Gut. Wieso? Achso, nee, hä? Achso, ja doch. Manchmal bin ich ein bisschen irritiert, welches Inventar jetzt unseres ist. Gut. Halt. Achso, muss einfach noch wegzeigen. Okay. Wie spät ist denn jetzt eigentlich? Sieht ja schon relativ spät aus. Ja, wir hatten es schon später. Ihr seht wahrscheinlich einfach noch weniger als sonst. Ach, guck mal, was hier schon ist. Zink hat man noch geschmelztet. Gut. Zink, Zink. Wie hoch kann man das stapeln? 14, geht auf jeden Fall. Ah, das ist ja cool. So, wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Ja, wir müssen essen und trinken, sonst haben wir wieder einen schwarzen Saum. Da hat ja keiner Bock drauf. Okay, was schafft man da? Das sind 2, sind 6 und 8. Ja, müsste eigentlich reichen. Ja, ich glaube, es hätte sogar 5 Stunden oder so gereicht. Also die Fatigue komplett, mir ging es um die Fatigue komplett zu erholen. Da brauchst du tatsächlich nicht so extrem viel Zeit. Ich will natürlich nicht nachts wieder rumdöbeln hier. Weil, ja, es ist halt einfach finster, man sieht halt nichts. Geht es ja nicht so, mal so sehr um die Zombies. Ist einfach nur finster, so. Warte mal, wir hatten noch da drüben dieses Haus. Wo war denn das? Da, genau. Und auf der anderen Seite war ja auch noch das. Auf dem See war ja noch das andere Haus, so. Das wird nachher rückwärts weiterrollen. So. Ah ja. Oh, geil. Vorne? Nix, alles klar. Nix. Ah, mit Springen schaffst du es dann doch. Wir schwimmen mit Hammer und Highspeed durch den See. Oh, den Hammer mal waschen. So, jetzt glänzt er wieder. Der ist tatsächlich erstmal nass. Guck. Geht dann relativ schnell trocken. Ist ja lustig. Okay. So, was können wir hier drinnen noch auseinandernehmen? Echt so viel. Oh, guck mal. Spawn das nach oder haben wir das übersehen? Wahrscheinlich übersehen, ja. Wahrscheinlich. Ah ja, mit der Couch. Ist eh zu dreckig. Ah, Rags und eine Hose. Das ist ja auch hässlich. Boah. Kauft sich sowas. Das Elia. Tja. Geht nicht. Auch nicht, das Bett. Ah ja, das ist. Man hört das ist ein sehr hartes Bett. Es tut dann schon weh. So, was ist mit diesen
Lichtpfosten hier. Was gewinnt man da? Nur Scrap. Okay, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht noch Elektronikteil. Ist aber nicht so. Yes. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir gehen noch weiter auf die Loot-Runde. Dass wir dann unseren Bestand wirklich, also vor allem futtertechnisch, denke ich jetzt halt in die Richtung ein bisschen, noch ein bisschen aufmöbeln, weil das geht noch besser. Auch das geht noch besser. Oh je, ich sehe unsere Zündkerzen dahin gehen. Ja, genau, da müssen wir noch hin. Komm, raus. Kommt ein Steinchen geflogen. Nicht nur eins, aller Schwede. Oh, zwei Schuss Munition sind hier nachgewachsen. Ja. 5 AMF 377. Falls jemand das Auto gehört, Bescheid sagen. Gut. Zu spät, würde ich mal sagen. Ah ja. Ah, da noch ein bisschen extra. Ist nix. Ja, wir nehmen sie lieber mit. Vielleicht brauchen wir sie ja. Ach, naja. Zehn Prozent. Das ist natürlich schon lecker. Nö. Nix. In das Haus da drüben noch mal gucken. Also ein Traktor hält schon was aus. Ein bisschen zumindest. So, die waren weiterhin leer. Was bringt man da raus? Eier. Blitz. Da fliegt es dahin. Farbe. Gibt nichts. Ein Regal. Sieht nicht so aus. Hm. Nö. Die Werkbank geht. Gut, wir haben ja unsere eigene. Alter Schwede. Ja, das Holz, das brauchen wir eh. Sehr schön. Oh, Futter. Oh, Futter. Sollte man auch immer machen. Ich würde auch erst testen. So testet man übrigens, ob die Grasflaschen wirklich leer sind. Gut. Alles klar. Jetzt sind wir hier mal durch. Ja, wir müssen aber gerade momentan wieder was trinken. Noch was essen. So, dann gehen wir mal ausnahmsweise mal zu dem Haus links und gucken mal, ob wir da noch was haben, wo wir was gewinnen können. Kann man mit dem Hammer ein Hühnchen erschlagen? Wäre dann mal interessant zu wissen. Ah, ein Stein. Ja, man weiß nicht, wofür man es braucht. Das kommt ja dann doch mal schnell zusammen, dass man dann auf einmal Steine braucht, zum Beispiel für einen Mörser. Denn den wir haben, ist auch bald durch. Und wir haben ja gesehen, die nutzen sich ja ganz schön ab. Okay. Die Spinde lasse ich jetzt. Ist ein Blättelchen gefallen. So, auf zur nächsten.
Viertel. Ja, genau. Links ist, glaube ich, der Platz mit den Banditen. Und, hallo, kannst du mir treffen? Geh ein bisschen schneller. Und da vorne, das ist das einzige Haus. Was ich, glaube ich, auch nehmen könnte. Nochmal 9,9% Dose. Ah ja. Noch ein bisschen Kistengedöns. Ja, ich meine, so kann man ja auch die Straße freimachen, sag ich mal. Dass man dann mal ordentlich durchfahren kann hier. Ja, es wird. Oh, eine Batterie ist da sogar rausgekommen, wisst ihr? Ich hatte erst gedacht, es ist dann doch nicht. Also erst habe ich gedacht, es wäre. Dann kam aber nie was raus. Jetzt ist aber eine Batterie rausgekommen. Ich will mal gerade schauen, wie sieht es denn hier aus. Bleibt dabei, okay. Gut, dann kann man ja zumindest ein paar Sachen wieder zurücktun. 9,8%. Ja, ich schätze, es ist dann wie mit dem Bärenfleisch. Das ist dann einfach, wenn es halt kaputt ist, dann kannst du es nicht mehr verwenden. Also nicht wie bei Long Dark, wo du, wenn es dann zumindest noch im Inventar hast, noch verwenden kannst. Schätze ich mal. So. Naja. Hier irgendwas? Nö. Hm? Wasser. Oh, diese schönen roten Radkappen. Das ganze Auto einfach rot angemalt, auch die Scheiben. Stell dir vor, du kommst irgendwann zu deinem Auto und irgendjemand ist mit einer Sprühdose einfach über das gesamte Auto gezogen und hat einfach mal gemeint, er müsste es mal neu an, in Anführungsstrichen, anstreichen. Gut. Ah, das hat sowas Befriedigendes. Irgendwie schon. Sparkplug. Ah ja, okay. Eine Zündkerze. Ist da aus dem Auto gefallen. Natürlich auch nicht schlecht. Wie das Zeug immer wegfliegt. Oh, lass mich Ruhe. Okay. Gut. Eine Batterie. Eine 78,8%ige. Das ist natürlich schon viel. Man natürlich unbedingt mitnehmen. Bleibt dabei. Achso, ich wollte ausladen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich wollte ausladen. Ja, hm. Sieht man deutlich, wie ich ausladen wollte. Ja, komm, trink einfach eine. Das bringt ja nichts. Dann schmeißen wir die Flasche da rein, dann können wir zumindest die Batterie noch mitnehmen. Da. Sehr schön. Gut. Ja, damit ist das Inventar wieder voll. Auch das Auto ist voll. Tja. Dann müssen wir schon wieder zurück. Alter Schwede. Geht echt schnell. Achso, wir haben noch das geschmolzene Altmetall, die Barren noch. Im Ofen, die müssen wir natürlich auch noch rausholen. Ah, sehr schön. Jetzt hier, wo die Baumstümpfe auch weg sind, das ist echt ein Traum. Halt. So, du bist richtig. Genau. Kommen wir noch besser zurecht. Komm, nimm den Hammer weg, sonst hauen wir wieder irgendwo dagegen. Ich würde jetzt gerne erstmal die Metal Scraps verarbeiten. Genau. Beziehungsweise, warte mal, wir nehmen mal die
kann man ja auch schon aussortieren. So. Wie ist das, wenn man da oben steht und in den Nebel kommt? Nur mal so interessenshalber. So, nur falls er jetzt kommen sollte. Ja, natürlich. So funktioniert das. Nur falls sich jemand wundert. Brauche nämlich 4 Stunden. Ah ja, sehr schön. Nebel hat sich jetzt irgendwie nicht geändert. Okay. Ja, da kommt ja doch was zusammen, würde ich mal sagen. Es ist zwar nicht extrem viel, aber es ist nicht so schlecht. So, wir gucken mal nach denen. Das sind ja jetzt, die müssen jetzt fertig sein. Genau, 12 Stück, alter Schwede. Das waren, das ist dieselben, Tatsache. Ja, ist schon nicht schlecht. So, dann nehmen wir noch ein paar Sachen hier wieder raus, die wir jetzt erstmal wieder verstauen müssen. Ich würde sogar sagen, wir diese 6,9%igen, die würde ich gern mal, ja natürlich, würde ich gern. Kann ich aber gerade nicht. So, die nehmen wir raus, komm, weg damit. Machen wir lieber die rein. So, dann haben wir da mal ausgesorgt. So, fachgerecht entsorgt. Da können wir noch ein Ding mitnehmen. Also ganz formidable Zündkerzen. Die waren alle hier. So lagert man die übrigens auch in der Werkstatt, werden die so gelagert. Eine Batterie hatten wir hier, genau. So, genau. Das ist also ganz, ganz klassisches Inventarsystem. So. Da spuckt das wieder aus. Aber der Schrank ist auch schon voll. Ich würde sagen, wir haben echt dann doch ein paar rote Kisten. So. Was passt da noch rein? Nicht mehr so extrem viel, sag ich mal. Okay. Tja, dann müssen wir halt doch das dann eher wild in die Mitte schmeißen. Oder einfach irgendwo in die Pampa. Ach so, ja natürlich, wir wollten ja noch den Mörser machen, den neuen. Aber wir müssen auch noch mal in die Mine wieder und die mal erneut looten. Ne, das war hier. Ach toll, wie wir 2 Steine, Mann, ich weiß es nicht. 8 Steine brauchst du für so einen lumpigen Mörser. Kann doch nicht sein. Was für ein System. Komm, dann schmeißt die 6 raus. Da haben wir noch ein bisschen Futter, was wir noch rausschmeißen können. Dann werden wir das gleich komplett los. Irgendwo hat man auch noch Rags. So, dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Und dann haben wir hier irgendwo die Munition drin. Da 5 und da 30. Weil wenn wir jetzt schon drin sind, dann machen wir es glatt gleich richtig. Dann haben wir das nicht später nochmal zu machen. Achso, ne, Quatsch. Storage. Ja. Gut, dann haben wir nämlich 9 Mörser. Weil der ist ja fast im Arsch. Da müssen wir eh vorsichtig sein, wenn wir wieder das mörsern. Dass wir dann immer nur so ein bisschen erstmal, dass wir nicht wieder was verlieren. Ja, weil das ist ja leider noch nicht ganz konsequent, konsistent gelöst. Das werden sie noch machen, aber, ach, hier hatten wir 8 Steine. Na gut, gut, dass wir da nochmal reingerannt sind. Tja. Okay. So, eine Batterie und Zündkerzen. Eine Zündkerze. Also ein Set wahrscheinlich. Ich denke nicht nur, dass es eine nur ist. Es symbolisiert ein Set Zündkerzen. Wie viele man in so einem Auto auch braucht. Ja, das ist aber dämlich mit den Dingern. Verdammt. Wir machen das mal anders. Wir tauschen das mal gegen die Nägel. So. Haben wir nicht noch irgendwo einen leeren Schrank? Nö. Ah ja, da. Dann tacken wir die Nägel halt hier rein. Ist ja dann auch egal. Sagt der Tag. 16 Uhr. Ah ja, interessant. Genau. Dann hatten wir ein bisschen Wasser und nochmal 8 Steine. So, das bisschen Wasser schmeißen wir schnell in den Tank. Entsorgen die Flasche. Sind wir auch zu viele dann. Wenn das mit dem Eimer eh schneller geht, dann brauche ich die Flaschen ja nicht. Hinein damit. So, und dann würde ich auch sagen, in der nächsten Folge gehen wir in die Mine.
Beziehungsweise wir werden natürlich jetzt heute Abend nicht mehr in die Mine gehen. Wahrscheinlich wird es auch stockfinster zu sein, nehme ich mal stark. Wobei in der Mine ist eigentlich egal. Wie sieht denn die Fitness aus? Nicht so gut. Okay, dann müssen wir es doch in der nächsten Tag machen. Da werden wir jetzt in der nächsten Folge hier noch ein bisschen Bäume fällen. Um hier ein bisschen vorzusorgen, dass wir da weiter arbeiten können und ja, mal noch was zu tun. Sehr schön, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.